Grüß Tag. Neulich läutet es an der Tür. Ich denke mir noch, komisch, Pizza habe ich keine bestellt. Mache ich auf. Steht einer von der Steuerfahndung vor der Tür. Ja, war aber nicht so schlimm, weil er hat den Schlüssel vergessen, ne? Der wohnt ja auch bei mir. Ach, so. Hätte den Spruch eigentlich erbracht. Leute, wisst ihr, was das ist? Mein Verzweiflungstat ist das. Weil nach, ich schätze mal, 30 Jahren, vielleicht waren es ja nur 25. Also auf jeden Fall älter als meine Tochter, ja, ist das Ding. Meine Filterkaffeemaschine hat den Geist aufgegeben. Kommt kein Wasser mehr raus. Zuerst habe ich geglaubt, ich habe keins eingefüllt, aber oh ja, habe eins eingefüllt, aber es kommt nicht mehr, es rinnt nicht mehr durch. Und wir wissen alle, wie ich mein Kaffee brauche. Ja, jetzt habe ich es weggeschmissen, bis auf die Kanne habe ich mir aufgehoben. Eigentlich habe ich mir immer gedacht, das erste, was hier wird, ist die Kanne. Nein, die war noch original, gell? Diese gläserne Kanne war noch original. Die habe ich nicht umgebracht, aber die Kaffeemaschine. So. Jetzt habe ich mich auf die Suche gemacht, hier in den weiten Universen und Tiefen meines Kellers, und habe es gefunden, dieses Ding. Und da werden wir jetzt meinen Kaffee machen halt, ne? Ich werde mir jetzt keine neue Filtermaschine kaufen, ist mir zu blöd. Ich habe so eine Dolce Gusto Kapselkanne und für die habe ich so einen Adapter-Einsatz, wo man auch einen Filterkaffee rein tun kann. Ich bin nicht ganz glücklich mit dem Ergebnis, was dann rauskommt. Auseinander, aber jetzt habe ich noch die gefunden. Irgendwo habe ich auch noch einen zweiten Dichtungssinn. Die ist nicht viel benutzt, aber wenn es so ausschaut, ne? Also der Boden, das hat sich halt schon verfärbt. Ja, da machen wir jetzt meinen Kaffee. Am Herd halt, ne? Ja, hört man den über. Ich hätte dann noch so ein zweites Ding, so ein gläsernes vom Ikea. Warte, fällt mir gleich gerade ein. Warte einmal. Dann noch so ein Ding. Ja. Das, sowas hätte ich dann auch noch, macht man eigentlich einen Tee. Ne? Machen wir ja keinen Tee. Da habe ich auch schon ein, zwei Mal einen Kaffee drin gemacht. Ja, geht auch. Aber es tut sich halt für den Sud da durch. Ist nicht so fein. Das Sieb ist nicht fein genug. Oder am Rand ist es nicht, weiß ich nicht. Nicht so ideal. Ja, macht ja nichts, ne? Machen wir halt meinen Kaffee. Auf umständlich, sehr super. Nein, ich will mir jetzt wirklich keine neue Filtermaschine kaufen, eigentlich. Das. Jetzt, wo es weg ist, habe ich ein bisschen mehr Platz in der Küche. Habe ich gleich ein bisschen was wieder umgestellt und anders geschlicht und anders sieht da. Ja, ist ja auch nichts Schlechtes, wenn du da ein bisschen mehr Platz hast. Da habe ich keinen Kaffee. Naja, gut, ist ja wurscht. Papachi.